Moin moin zusammen, ich bin Sarah und ich sage es zum 1.000.000. Mal gefühlt, ich habe etwas Neues. Habe ich auf Amazon entdeckt und ich konnte mich dessen nicht erwehren. Es war aber auch wirklich verhältnismäßig nicht sehr teuer. Vergessen, was es gekostet hat, aber ich blende es mal hier ein. Für 14 Tuben à 5 Milliliter, die sind natürlich recht klein. Ist das aber nicht sehr teuer. Es ist eine unglaublich stylische Box. Es sind Aquarellfarben im Übrigen. Von Paul Rubens. Also die Marke hat man auf jeden Fall, denke ich, schon mal gehört, wenn man sich in dem Bereich bewegt. Ich habe da selber, glaube ich, gar nichts von. Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe bisher keine Farben von dieser Marke. Das hier ist natürlich jetzt hier total auf fancy gemacht. Sieht sehr, sehr cool aus. Das sind Neon-Aquarellfarben. Ich bin gespannt. Die Bewertungen waren zwiegespalten. Größter Kritikpunkt ist, dass das zwar wirklich schön Neonfarben ist, die Farben sich aber nicht ganz klassisch wie hochwertige Aquarellfarben verhalten. Wahrscheinlich ein bisschen, wie öfter bei Spezialfarben, ein bisschen deckender, ein bisschen nicht dieses schöne Transparente von Aquarell, ein bisschen gouacheartiger vielleicht sogar, ich weiß es nicht. Könnte ich sehr gut mit leben, wenn es coole Neonfarben sind. Kommt halt darauf an, wie man das einsetzt und wofür man es benutzt. Das ist die Packung. Was ich mir dafür gekauft habe noch, ist eine kleine neue Palette. Ich habe mir 14 Leernäpfchen eingefügt für die 14 Farben. Und bin unglaublich gespannt. Ich würde sagen, wir machen das Schätzchen erst einmal auf. Total toll. Eigentlich steht auch nichts wirklich drauf. Gucken, ob wir drinnen weitere Informationen finden. Also der Kasten ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr cool. Den kann man auf jeden Fall behalten. Es sind ja Tuben. Ich könnte natürlich auch nur mit den Tuben arbeiten. Aber ich glaube, ich habe auch Marken, von denen ich die Tuben habe und auch immer Tuben nachkaufe, weil die sind halt in Summe günstiger und ergiebiger, finde ich. Ich behalte zwar die Tuben, aber ich benutze immer Kästen, einfach weil ich es angenehmer finde. Ich mache das auf und ich habe alle Farben zur Verfügung. Und Aquarellfarben machen das ja wirklich gut mit. Also die kann man ja dann auch getrocknet sehr gut sofort anlösen. Kasten ist ja einfach mal mega schön, ne? Also ist das hübsch. Also ins Marketing ist hier auf jeden Fall viel Liebe geflossen. Das ist schon mal sehr, sehr stylisch. So, ziemlich viel. Ja, das sind unsere Informationen. Würde ich sagen, das ist die Brand Story auf Paul Rubens. Paul Rubens. Hier, das ist aber eine Farbkarte schon mal. Das heißt, wir wissen schon mal, welche Farben wir bekommen. Ansonsten können wir, glaube ich, mit diesem Zettel nicht sonderlich viel anfangen. Und sind die klein? Sind die süß? Sind halt 5 Milliliter Tuben, ne? 5 Milliliter sind nicht viel, aber reicht erstmal. Wie man sieht, also ich finde, die Tuben an sich wirken nicht sehr hochwertig. Auch hier mit dem Verschluss oben, das wirkt ein bisschen sehr plastikbillig. Also da habe ich schon kleinere Tuben, die hochwertiger wirken. Die sind auch hier teilweise solche, die ist ein bisschen zerdötscht. Also ist schon alles sehr schön. Ich sehe aber auch, dass ich jetzt hier kein Vermögen für bezahlt habe. Spannend. Es ist erstmal auf den ersten Blick ein normaler Kasten. Aber, also man sieht erstmal alle Farben. Es ist kein Weiß dabei, es ist kein Schwarz dabei. Es ist nicht dieser normale Kasten, den man kennt. Also wir haben hier ein Gelb, ein Orange. Das sind so zwei Brauntöne. Orange-Rot steht hier. Sehr viel Rot- und Pinktöne. Also hier haben wir auch so ein Peach. Pink, Rosé. Also es passt natürlich in diese Neon-Kategorie. Nur ein Grün. Ich bin sehr gespannt. Diese Farben sollen im Dunkeln leuchten. Zumindest einige davon. Wir werden mal gucken. Also ich habe schwarzes Papier. Darauf können wir das testen. Noch auf normalem Aquarellpapier. Und ich hatte mal, ich glaube, die habe ich nicht mehr, ich hatte mal eine schwarze Lichtlampe. Ich glaube, das soll auch gut sein. Aber das können wir ja mal gucken. Vielleicht finde ich die doch noch. So. In allererster Instanz werde ich die Farben jetzt
in meine Palette füllen. Hoho. Okay, die kommen schon echt neon aus der Tube. Voll cool. Ich bin jetzt schon begeistert, das sieht aus wie Textmarkerfarbe. Oh mein Gott, was für eine Palette. Das ist so krass, diese Farben. Allein wie die aus der Tube kommen, also ich nehme alles zurück, wir haben hier nicht zwei Brauntöne. Das sind alles Neon, Orange, Knall, irgendwas Töne. Was ich jetzt schon mal nicht verstehe, ist, warum man hier draußen nicht die Farbe raufdrucken kann, die hier auch drin ist. Ne? Das verstehe ich nicht. Man kann ja durchaus auch in solchen Farben drucken. Okay. Aber noch ein Grund, warum ich hier finde, dass es sinnvoll ist, in einer Palette zu arbeiten, weil woher soll ich wissen, was hier für eine Farbe rauskommt? Also mal ernsthaft, das passt überhaupt nicht zusammen. Daher halte ich das auf jeden Fall hier für sehr sinnvoll. Zusätzlich sind die sehr, sehr flüssig größtenteils. Also ein paar nicht. Hier das Blau zum Beispiel. Das hat sich ja jetzt auch noch nicht gelegt. Und dieses beerige Pink. Aber viele dieser Farben sind so flüssig. Ich habe mich auch direkt ganz viel eingesaut. Das schießt gerade, na gut, beim ersten Mal öffnen schießt es eh raus aus der Tube. Aber ja, ich halte es für einfacher, in der Palette zu arbeiten. Aber erstmal, wenn ich hier drauf gucke, finde ich es mega cool. Also wenn die Farben halbwegs gut sind, bin ich ein Fan, weil sowas habe ich noch nicht. Das ist, ja, wenn man gerne sammelt Aquarellfarben und gerne verschiedene Spielereien hat, das ist sehr, sehr cool. Bisher. Also wir sind ja noch nicht beim Swatchen. Das kommt als nächstes. Ich habe hier mein kleines Swatch-Heft und werde für diese hübschen Neonfarben eine neue Seite finden. Es kann losgehen mit dem Swatchen. Das sieht jetzt vielleicht etwas verwirrend aus, aber es sind 14 Kästchen mit der schwarzen Linie in der Mitte, um zu gucken, wie stark die Farben die Linie überdecken. Das ist ja auch bei Aquarell so ein Kriterium, wie viel deckende Anteile und kreidige Anteile in der Farbe sind. Und zusätzlich wollte ich die kleinere Fläche immer schön komplett ausmalen und in der größeren mehr Wasser hinzufügen, um zu gucken, wie schön sich das verteilt. Ich nehme mal die anderen Farben hier noch hinzu. Einfach wegen dem Namen. Oder ich kann auch diese... Das kann man eigentlich auch als Testpalette gut nehmen. Ne? Ist wahrscheinlich auch so gedacht. Das wirkt auch wie so ein leichtes Aquarellpapier. Eigentlich ganz cool. Ich glaube, hier male ich auch einen kleinen Dups drauf immer. Dann kann ich mir das dazulegen, falls die Farbe sich stark unterscheidet von dem, was wir hier in der Palette sehen. Ist ja manchmal so, nicht immer, aber immer mal wieder. Das sind die Opera-Farben. Ich werde jetzt immer nur, die heißen einfach ganz normal wie ne, Purple, Violett, Ultramarin und immer ein Opera davor. Das werde ich jetzt nicht immer sagen. Aber wir fangen mit dem Gelb an. Boah, das sieht echt aus, ne, wie ein Textmarker. Ich finde es voll krass. Ich mache hier drüber immer so... Boah, abgefahren. Guck mal. Nein, wie krass ist das denn? Abgefahren. Okay. Okay, ich bin Fan. Also, und wenn ich es nur fürs Gelb gekauft habe, ich bin Fan. Also, wenn man sich jemals gewünscht hat, mit Textmarkern ein Bild zu malen und enttäuscht darüber war, dass das mit diesem dicken... schwerfälligen Stiften ja eher schwierig ist, da muss ich sagen, hey, gönnt euch die Opera-Farben von Paul Rubens. Ist das geil. Ich bin begeistert. Das ist halt etwas, was man so in seinem Kasten nicht hat. Ne? Also viele Leute mögen ja keine Neonfarben. Also wenn ich jetzt eine Naturansicht male, dann brauche ich auch keine Neonfarben. Aber ich bin ja auch jemand, der gerne mal
Malbücher ausmalt, Bullet journalt, ein bisschen Deko malt, schnörkelt. Und da ist das etwas, was man bestimmt gerne in seinem Kasten hat. Also, aber ich merke hier schon, sieht man hier vielleicht. Moment. Ich habe euch mal ein bisschen näher geholt. Also, das zu verteilen ist eher schwierig. Ich glaube, also ich finde, die Farbe reagiert komisch mit Wasser. Irgendwie weicht sie vor dem Wasser zurück und es ist hier so ein bisschen, ja, ist schwierig. Mal gucken, wie sich so die anderen Farben verhalten. Als nächstes haben wir, es ist die Frage, geht das hier runter wahrscheinlich, ne? Orange, Light Red, Rose, Pink, ja. Also war das hier das Golden. Wenn man diese Farbe pur benutzt, ich meine, mein Pinsel ist jetzt nass, war aber nicht sehr stark getränkt. Also hier, wenn ich jetzt einfach hier so, boah, wie krass das leuchtet. Ich weiß gar nicht, ob man auf der Kamera so stark sieht, wie wirklich, wie stark es wirklich leuchtet. Tut mir schon die Augen weh. Wenn man das mit ganz wenig Wasser einfach auf die Fläche gibt, kommt man, glaube ich, am weitesten hier. Bin mir nicht sicher. Wir werden es beim Swatchen noch ein wenig herausfinden. Also man kann die Farbe auf jeden Fall noch verdünnen, sodass sie heller wirkt. Aber wie man sieht echt. Guck mal, ich mache die Farbe wieder fast komplett ab jetzt mit dem Pinsel. Das ist schwierig. Ich glaube, die Handhabung ist schwierig, wenn man versucht, damit zu malen wie mit klassischen Aquarellfarben. Ich glaube, das ist schwierig. Ich glaube, wir werden hier dabei auskommen, dass man einfach sehr flächig malt. Dass man wirklich, was ich gemeint habe, Bullet Journal, Grußkarten, Ausmalbücher von mir aus, wo man nicht sich totschattieren muss. Also ein bisschen Wasser braucht man auf jeden Fall, um die Farbe zu verteilen. Ohne Wasser war das jetzt auch zu trocken. Hier haben wir das Orange-Rot. Ja, die Farbe ist sehr, wenn du mal ein bisschen mehr Farbe nimmst, sehr Jelly-artig. Also ich muss sagen, wenn man da jetzt viel von nimmt, ist es so ein bisschen glibberig. Also jetzt ist es gemein, der Vergleich, aber die hier hat gerade so ein bisschen was vom Auftrag wie die Farbe vom Action. Und da ist mein Urteil ja jetzt nicht sehr nett ausgefallen. Lässt sich halt komisch auftragen, in der Tat so. Also ich verstehe die Anmerkung bei Amazon, dass hier, das hat jetzt keine, dass das jetzt nicht Aquarellfarbe schreit. Aber gut, wäre das eine ganz typische Aquarellfarbe, also wäre es ganz normal, in Aquarellfarben so Neonfarben reinzudonnern, dann hätte, ich glaube, dann hätten Schminke und Co. ja auch hochwertige Neon-Aquarellfarben. Haben sie aber nicht. Aber es macht Spaß. Also, ich bin jetzt schon Fan. Man muss mit sowas einfach anders umgehen. Es ist halt kein Grundfarbenset. Hier wieder, ne? Ist überhaupt noch nicht ins Papier eingezogen. Ich kann das komplett wieder abmachen und das, auch wenn ich nicht möchte. Es ist stark verdünnt, schwierig. Es ist eine sehr abenteuerliche Farbe. So. Nach Golden und Rot-Orange kommt jetzt das richtige Orange. Ja, das hat man auch schon mal gesehen. Boah, meine Augen. Ist das heftig. Ist das heftig. Oh mein Gott. Ich bin fasziniert. Ist das cool. Ich finde es cool. Und wenn ich mir selber dafür was ausdenken muss, extra, was ich mache, und wenn es nicht in mein normales Aquarellgedöns reingeht, das ist ja komplett egal. Es ist einfach, macht einfach Spaß. Einfach nur cool. Und wenn ich es als Textmarker benutze und wenn ich ein Buch lese und mit meinem Pinsel hingehe und Dinge anstreiche, dann mache ich das halt. Man kann schon mal sagen, die sind sehr durchscheinend. Also ich bin immer hier so rübergegangen, über das Schwarz auch. Die sind auf jeden Fall nicht deckend, also nicht sehr kreidig. Und die schwarze Linie ist eigentlich zur Gänze zu sehen. Man merkt gar nicht, dass da mit Farbe drüber gegangen wurde. Light Red. Ich musste gerade nachzählen, dass ich bei der fünften Farbe bin, sonst wäre ich mir jetzt gerade nicht sicher, in welches Töpfchen ich hier reingemusst hätte. Ach ja, ich werde aber gerade hier nochmal probieren.
Ich mache jetzt die Fläche erstmal nass. Also eigentlich so typisch Aquarell. Und gehe dann mit der Farbe rein und gucke, wie die sich hier verhält. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Also der Untergrund ist jetzt tatsächlich nass. Und normalerweise, es verteilt sich so ein bisschen, aber man kennt es. Normalerweise Aquarellfarbe hätte sich jetzt, wäre jetzt schön in alle Richtungen ausgeblutet. Das tut diese Farbe nicht. Das ist rot. Das ist jetzt auch anscheinend schon schwieriger. Das finde ich jetzt tatsächlich gar nicht neonartig. Aber in Kombi mit den anderen Sachen gut zu benutzen. Also es ist ja halt auch ein Set. Und ich bin mir nicht sicher, ich meine, ich kann ja auch nicht lesen, was hier drauf steht, ob das wirklich einfach nur Neon heißen soll. Es sind auf jeden Fall Farben, die man, ja, die im Dunkeln leuchten sollen, also zumindest unter Schwarzlicht, glaube ich, hieß es. Das werden wir nochmal später gucken, nach dem ersten Swatchen. Man kriegt, was man sieht. Das Rot leuchtet hier auch in meiner, hier als Farbe selber nicht so doll. Daher glaube ich auch, also das ist auf jeden Fall noch eine krasse Textmarkerfarbe. Ich glaube, die auch. Ich glaube, hier nicht so. Ich bin gespannt. Also es gibt ja auch grüne Textmarker. Dachte ich, auch hier wird es gut funktionieren. Aber dieses Grün sieht ein bisschen lahmer aus, so ein bisschen in der Box. Mal schauen. Als nächstes haben wir Rose. Ist generell eine sehr leuchtende Farbe. So ein Pink hier, also so ein Magenta-Pink. Aber noch nicht zwangsläufig Neonfarben, finde ich. Sticht generell aber immer sehr raus. Geht in dem Set vielleicht sogar unter. Aber schöne Farbe. So, als nächstes, ich glaube, das wird die letzte Bam-Farbe sein. Das wirklich das Pink. Das hier ist auch ein Pink, würde ich sagen, was wir in Textmarkern finden. Oh mein Gott. Ja, das ist ein ganz klassischer pinker Textmarker. Dann geht es weiter mit Peach. Das sieht jetzt irgendwie genauso aus wie Rose. Vielleicht ein Ticken dunkler. So, als nächstes Violett. Das sieht jetzt wiederum aus echt wie so ein normales Violett. Vielleicht, ich muss sagen, vielleicht sind die Neonfarben echt die, die dann so krass jetzt hier sind auf dem normalen Papier, im normalen Licht. Und vielleicht sind die anderen Farben die, die gerade im Dunkeln so gut funktionieren. Mal gucken. Wir werden es herausfinden. So, dann haben wir Purple. Ultramarin. Das normale Blau. Das Grün könnte krasser sein. Es ist schon dieses typische Textmarkergrün. Es ist aber nicht ganz so voll auf die Fresse, jetzt sag ich mal, wie das Gelb. Aber lasse ich auf jeden Fall als Textmarkerfarbe durchgehen. Aber ich muss sagen, hier das Gelb, die Orange und die paar Pinktöne hier. Bäm. Super krass. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Es sind Farben, die unter UV-Licht leuchten. Also jetzt nicht, braucht kein schwarzes Papier und so. Wir brauchen eine UV-Taschenlampe. Ich hatte mal eine. Ich werde euch nach der Skizze mit dem Bild wissen lassen, ob ich sie gefunden habe. Ich werde, einfach weil ich es glaube, dass es dafür ganz cool ist, mache ich in letzter Zeit öfter. Ich teste diese Farben in diesem Block. Das ist ein Ausmalbuch für Erwachsene. Also ein Ausmalblock für Erwachsene mit Aquarellpapier. Also, naja, mit dickerem Papier. Da sind immer irgendwelche Frauen mit Blumen drin. Und ich glaube, das kann cool sein. Also das einfach in diesen Farben zu kolorieren. Bin ich auf jeden Fall sehr scharf drauf, das zu machen. Ich nenne das jetzt mal Opera Set. Weil anders wüsste ich das nicht zu betiteln. Und werde diese Farben erst einmal in diesem Block nutzen.
fertig und ich habe hier eine UV-Taschenlampe tatsächlich. Und also erstmal das Malen mit den Farben war eigentlich ganz cool, aber sie sind, ja, ich verstehe schon die Kommentare, die sagen Neon ja, Aquarell meh. es ist halt auch mehr, sagen wir mal, ein hübscher Gag. es sind Neonfarben, die als Wasserfarben daherkommen. Man sieht schon, ich habe ja halt jetzt auch sehr flächig dann gearbeitet. Also sehr, nicht mit vielen Übergängen, sondern quasi, als hätte ich, es sieht auch aus, als hätte ich hier mit Textmarker gearbeitet. Man sieht die einzelnen Striche, als hätte ich hier teilweise mit sehr groben Filzstiften gearbeitet. Ich habe das dann auch schnell so hingenommen und so angenommen, weil ich recht schnell gemerkt habe, dass der Versuch, da so eine klassische glatte Aquarellfläche hinzukriegen, dass das nicht funktioniert. Das habe ich mir aber ehrlich gesagt auch schon gedacht. Nichtsdestotrotz sind, ach, ich finde die Farben halt cool, ne? Die leuchten so krass. Ich finde es halt einfach cool. Es sind keine klassischen Aquarellfarben, man kann aber, denke ich, sehr, sehr viel Spaß mit diesen Farben haben. Man kann sie, denke ich, gut kombinieren. Also in einem anderen Fall, ich habe jetzt hier halt noch einen Acrylmarker mit benutzt für den Rand und den Hintergrund. Wenn ich jetzt nicht nur mit diesen Farben malen würde, ich könnte ja die Frau ganz normal kolorieren und dann halt Akzente setzen, irgendwie Tattoos, Schriften oder sowas, irgendwas, was ich möchte, mit diesen Farben oder kleinteilige Blumen oder irgendwas, was halt besonders rausstechen soll. Man muss ja auch kein komplettes Bild Neonfarben machen. Das war jetzt halt wirklich nur zum Testen. Daher bin ich dennoch sehr zufrieden mit den Farben und mit dem Bild. Auch wenn man natürlich sieht, wo die Farben hier ihre Grenzen haben. Dann, es ist ein paar Tage her, wo ich das gemalt habe. Ich habe das hier extra bestellt. Meine Lampe habe ich tatsächlich zwischenzeitlich verschenkt gehabt. Ich hatte sie nicht mehr. Die Farben sind beim Trocknen recht eingefallen. Ein paar sind so ein bisschen brüchig, was mich stört hat, ehrlich gesagt nicht. Die verlieren halt so ein bisschen Luft. Wenn man ein volles Näpfchen will, müsste man jetzt schon die zweite Schicht reinfüllen und weiter trocknen lassen. Aber lassen sich trotzdem noch gut anlösen. So, wir testen den UV-Lichteffekt. Bam! Oh, ich habe das Flashlight an. Dann sieht man es vielleicht noch besser. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob man es in der Kamera gut sieht. Ich hoffe. Das ist schon cool, ne? Also, man sieht auch, ich habe ja hier auch alle Farben fast benutzt. Nicht alle Farben haben den gleichen Effekt unter UV-Licht. Es ist, so, jetzt kann man es hier nochmal sehen, es ist gerade die Textmarkerfarbe, bei der das so ist. Also die, gerade das Gelb sieht man ja sehr krass. Können wir das hier nehmen. Ja, da sieht man es ja, ne? So, ich mache jetzt mal, damit man es besser sieht, wieder dieses Flashlight an. So, hier sieht man, dass einige Farben diesen Effekt haben und andere gar nicht. Also diese vier Farben hier, das sind anscheinend normale Wasserfarben, weil die lassen sich ehrlich gesagt also auch nicht aquarellmäßig auftragen. Also diese Farben leuchten nicht unter UV-Licht und die anderen dafür schon. Das sieht man hier so richtig blinken, ne? Also hier blinken sie nicht. Hier fängt es wieder an zu blinken. Diese Farbe ein bisschen weniger, die ist noch so im Verhältnis zu den anderen schwach auf der Brust, bei der leuchtet es aber auch. Ich weiß nicht, ob man das hier sieht. Also im Verhältnis zu diesen Farben, die gar nicht leuchten, sieht man es hier so ein bisschen. Hier kann man es nochmal aus der Nähe sehen. Hier hat es einen Effekt, einen leichten Effekt. Bei diesen vier Farben hat es keinerlei Effekt. Und bei den anderen Farben hat es, bäm, einen knalligen Effekt. Ich finde, das könnte man sich, wenn man nicht gerade dauernd diese Lampe am Schreibtisch hat, aber so einen Effekt erschaffen will, kann man sich das hier auf dieser Karte ja daneben schreiben. So, ich habe es mir jetzt einfach nochmal notiert. Diese vier haben keinerlei Schwarzlichteffekt. Diese Farbe hier einen leichten. Und der Rest, das kann ich mir, denke ich, merken, einfach volle Kanne auf die 12. Daher, ja, ich finde es cool. Ich finde, solche Farben muss man als das nehmen, was sie sind. Das ist ein, es ist mal was anderes, es ist ein Spaß, es ist ein Sondereffekt, den man halt auf seine Art richtig eingesetzt
total toll benutzen kann. Da kann ich auch damit leben, dass das jetzt nicht funktioniert wie bei ganz klassischen Aquarellfarben so gut. Und ich muss sagen, es gibt von mir einen Sonderpunkt für die coole Verpackung. Also der Karton ist echt schön, da kann man ja gar nichts sagen. Mag ich auch gerne. Daher, ich stehe drauf, die waren wirklich nicht teuer. Ich habe geguckt, doch ein bisschen nur über 20 € haben die gekostet. Für 14 Farben, klar, sehr kleine Tuben, aber da kann man ja echt nichts sagen. Also, das ist ja jetzt ganz weit entfernt von qualitativ sehr hochwertigen Aquarellfarben. Da finde ich, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist hier mehr als nur gut. Daher, ich hoffe, ich konnte euch einen Einblick geben, ob das was für euch ist. Und bis zum nächsten Mal.